Heute haben wir es mit einem sehr bedeutenden, mit einem sehr mächtigen Werk zu tun, und zwar dem Himmelsatlas von Johann Gabriel Doppelmayr. Das wurde bereits im 18. Jahrhundert veröffentlicht, zur Zeit der europäischen Aufklärung, quasi als das geozentrische Weltbild gerade durch das heliozentrische Weltbild abgelöst wurde. Dieses historisch bedeutsame Buch wird uns präsentiert vom renommierten Astronomen Giles Sparrow. Der weiß es ganz geschickt, durch die 30 enthaltenen Tafeln zu führen, weiß die verschiedenen Meilensteine der Astronomie zu erläutern, bringt uns von Ptolemäus bis Newton, erläutert deren ganze historische Relevanz, die ganzen Streitigkeiten, die hinten dran steckten, und weiß die verschiedenen Ansichten über Sternenbilder, Sonnensysteme und Planetenbewegungen nicht nur geschickt zu erläutern und zu kommentieren, sondern auch in einen modernen Kontext einzubetten. Kurzum, der Himmelsatlas ist ein ausgesprochen inspirierendes Werk, nicht nur wegen seinen prachtvollen Illustrationen, wegen seinem Großformat, sondern wegen seinem Inhalt. Denn was könnte inspirierender sein als der Blick zu den Sternen?